In diesen Jahren eroberte Cesare Borgia mit Hilfe von Verrat und Verbrechen, die unter der Protektion des römischen Erzpriesters und des allerchristlichen Königs von Frankreich geschahen, den alten Kirchenstaat, den die Päpste angeblich vom Kaiser Konstantin dem Großen geschenkt erhalten haben sollten. Nachdem er die Stadt Faenza ihrem rechtmäßigen Herrscher, dem 18-jährigen Astore Manfredi, die Stadt Forli der Caterina Sforza entrissen hatte, warf er beide, den Jüngling wie die Frau, die seiner ritterlichen Ehre vertraut hatten, in den Turm der Engelsburg zu Rom. Mit dem Herzoge von Urbino, Guidobaldo da Montefeltro, schloss er ein Bündnis, um ihn, nachdem er ihn entwaffnet hatte, verräterischerweise zu überfallen und zu berauben, wie es die Räuber auf den Landstraßen zu tun pflegen. Im Herbste 1502 unternahm er einen Feldzug gegen Bentivoglio, den Herrscher von Bologna, um diese Stadt, nachdem er sie erobert hatte, zur Hauptstadt seines neuen Reiches zu machen. Schrecken ergriff die benachbarten Herrscher, die jetzt einsahen, dass sie früher oder später Cesare, der es darauf abgesehen hatte, seine Nebenbuhler zu beseitigen, um sich als einzigen Selbstherrscher Italiens aufzuwerfen, als Opfer in die Hände fallen würden. Am 28. September versammelten sich die Feinde des Valentinois, der Kardinal Pagolo, der Herzog Orsini Gravina, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Gian Paolo Baglioni, der Herrscher von Perugia, Giordano da Benafro, der Gesandte der Stadt Siena, und Pandolfo Petrucci in der Ebene von Capri bei Reggio und schlossen daselbst ein geheimes Bündnis gegen Cesare Borgia. Unter anderem schwur Vitellozzi Vitelli unter dem Eide Hannibals, den gemeinsamen Feind binnen Jahresfrist entweder töten, gefangen nehmen oder aus Italien vertreiben zu wollen.